Ich habe schon neben dem Studium immer sehr selbstständig gearbeitet, also als freier Journalist und Redakteur, und bin dann nach dem Studium und nach einer kurzen Zeit als Lehrer bei Jobut gelandet. Das war damals einer der größten deutschsprachigen Publisher mit Sitz in Wien und Rottenmann. Und bin dann in der Computerspielebranche gewesen und habe mir gedacht, okay, da könnte ich etwas Eigenes auch machen. Im ersten Jahr haben wir eigentlich nur Community Management für andere Spiele gemacht. Also sprich Endkundenkommunikation. Und währenddem ist aber die Idee, dass wir eigene Spiele entwickeln wollen, immer stärker geworden. Das Know-how war vorhanden und deswegen haben wir dann einfach losgelegt 2006. Also ich wollte immer selbstständig arbeiten. Das Ding kommt, weil ich auch mit Autoritäten in einem Unternehmen nicht immer hundertprozentig klargekommen bin. Aber der entscheidende Punkt war dann eigentlich die Geburt von meiner Tochter, wo ich einfach gewusst habe, okay, als Selbstständiger werde ich sicher doppelt so viele Stunden arbeiten, aber die meiste Zeit zumindest zu Hause im eigenen Haus. Alles, was mit Formalitäten, Behörden wegen überhaupt der rechtlichen Gründung zu tun hat, weil wir reden hier von einer Unternehmensgründung in Wiesburg, also man ist weit am Land draußen von einer Bezirkshauptmannschaft und auch der Wirtschaftskammer. Ich muss denen erklären, was Spieleentwicklung bedeutet und der Verkauf von Lizenzen ins Ausland. Also es war überhaupt schwierig, dass das Finanzamt die richtige Gruppe findet, wo man überhaupt einstufen kann. Also die größte Herausforderung war sicher die Bürokratie.